Und damit herzlich willkommen zurück zu Jagged Alliance 2 zu einer weiteren Folge. Und ja, wir sind bis nach San Molas Türschwelle gekommen und werden jetzt mal den Sektor betreten. Ich ja, habe meinen Trupp noch mal ein bisschen ausruhen lassen. Hatte auch in der Zwischenzeit noch zwei Kämpfe um Cambria, die habe ich aber mit meinen Milizen, sieht man ja, immer noch verteidigen können. Die werde ich auch mal wieder automatisch verteilen. Und auch mit meinen Söldnern. Die musste ich immer zur Unterstützung mal hinzuziehen. Man sieht, Gumby, Razor hat es ein bisschen erwischt. Und Buns hat auch ein kleines bisschen erwischt. Aber haben wir alles irgendwie noch hinbekommen. Und jetzt sind wir auf jeden Fall auch erstmal ein wenig sicherer in Cambria. Weil dieser kleine Drei-Mann-Trupp, ja, easy going. Die sind sowieso nur lokal. Also die bewegen sich auch überhaupt gar nicht. Und die 15 Leute hier sind im, ja, hier steht noch Wüste, wird sich aber, wenn wir den Sektor betreten, als Gefängnis von Tixa herausstellen. Also die sind auch definitiv stationär und werden sich nicht bewegen. Von daher sind wir in Cambria erstmal jetzt mehr als sicher und wir können uns ganz entspannt um San Mona kümmern. Und dann würde ich sagen, willkommen in San Mona. Ich bin angekommen. Was soll ich tun? Schauen wir uns doch mal an, was uns hier erwartet. Gegner werden wahrscheinlich nicht allzu viele hier aufkreuzen. Hoffe ich mal. Aber, naja, man weiß ja eh nie. Gut. Und wie gesagt, mal gucken, was für Leute wir uns. Oder wir hier treffen werden. Erstmal ein Herbe. Benvenido in meinem bescheidenen Etablissement. Ich bin einer der Wirtsbrüder Santos. Nicht ein Herber. Wir sind in ganz Arruco für unsere Drinks bekannt. Jupp. Meine Brüder mir haben erzählt von ihnen. Wir haben noch nichts getroffen zuvor, aber kennst du einen von uns? Kennst du alle von uns? So sagen der Leute. Frauen sie uns immer verwechseln. Aber macht nichts. Ich auch verwechsle sie. Aber sie nichts sagen, dass meine Brüder. Ich gewesen in die Bett mit alle ihren Frauen. Armer Manni. Meine Fußmatte ist attraktiver als seine Frau, aber andererseits, das ist gut für ihre Ehe. Ich nichts will geben an mit diesem Geschenk Gottes. Ich will nur zeigen, wie eng verbunden die Santos-Brüder sind. Ja, schläft jeder mit ihm. Sie nichts in der ersten festzustellen, dass wir aussehen gleich. Ich das nichts verstehen. Wir doch aussehen völlig verschieden. Absolut. No, gracias. Ist zu gefährlich von mir da draußen. Ja, okay, also auf den Santos Bruder können wir nicht überreden, zu uns zu kommen. Okay. Ja? Allerdings wüsste ich auch nicht, was ich mit denen anstellen soll. Also Fähigkeiten werden die wahrscheinlich nicht haben. Die Sauffähigkeit, weiß ich nicht. Nicht schlecht! Hier in das Spiel. Dies ist die schöne Seite von San Mona. Großer Sturm hat hier Waldbrand gemacht. Nicht schlecht! Nichts. Wird gemacht. Aha, okay. Nicht schlecht! Also ein Waldbrand hat hier mal gewütet in San Mona. Nichts. So, mit Barry gehen wir weiter. Wir schauen uns mal hier um. Schauen Sie sich ruhig um. Bei mir gibt es nur die besten Lederklamotten. Wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, mein Name ist Angel. Hallo Angel. Ich habe hier was ganz Besonderes. Das wäre vielleicht was für Sie. Eine Kevlar-verstärkte Weste. Kleidsam und doch äußerst praktisch. Ihnen würde ich sie für $950 überlassen. Ist ja das ein Angebot? Kevlar-Pilotenjacke, ja. Und wie möchten Sie zahlen? Mit Silber, bitte. Ja. Kann ich das teilen? Man konnte es mal teilen. Mal gucken. Ja, bitte. In Silber. Das ist zu viel. Und ich habe kein Wechselgeld. Haben Sie es nicht passend? Ach ja, okay. Also, zahlen wir es erstmal ein. Und abheben. Warum richtig abheben? Hallo? Kein Geldautomat. Ja. Okay. Wir können kein Geld abheben. Ja. Kann Barry Geld abheben? Auch nicht. Ira kann auch kein Geld abheben. Wieso kann ich kein Geld abheben? Ja. Nein. Okay, dann machen wir da oben schon die Tür auf. Ja. Ja, geht nicht. Ich halte nicht viel vom Krieg.
Und wie möchten Sie zahlen? Ja, theoretisch mit Geld abheben, aber es geht nicht. Hat denn noch jemand Bargeld in der Tasche? Ja. Ja. Sagt nicht ja, habt ihr nicht. Ihr lügt mich alle an. Ja, okay. Ja. Können wir dann also uns nicht die Kevlar-Pilotenjacke leisten. Jawohl. Hätte ich nämlich gerne Maddock gegeben. Der hat nämlich noch keine Weste an. Was? Allerdings $950 ist auch ein ganz schöner Pappenstiel. Nichts. So, das war's schon wieder. Ja, hier oben ist nichts. Hier ist nichts. So, nur noch die paar Hütten hier. Ja. Ja. Hier ist auch niemand drin. Ja. Wer bist du? Irgendjemand. Ja. Ja. So, okay, gucken wir mal. Hier kommen wir also auch nur mit Schlüssel rein. Ja. Muss also alles Barry machen. Oder Maddock. Ah, das ist schon der Sektorrand. Wo ist Maddock? Da ist Maddock. So, laufen wir noch da oben. Ja, wird gemacht. Wir müssen sowieso beide Seiten abgehen, also kannst du auch hier hinten anfangen. Oder da oben. Ja. Maria. Nicht schlecht. Schön hier in die Wohnhäuser einbrechen. Wird gemacht. Nichts. Für nichts und wieder nichts. Maria. Nicht schlecht. Auf einen Punkt in Technik, sehr gut. Nichts. Verdammt. Na komm, Maddock. Ja. Verdammt. Maria. Okay, Maddock kriegt's also nicht gut. Nicht schlecht. Dritter Versuch? Ja. Verdammt. Hat der so wenig Technikfähigkeit? Verdammt. Upsala, falsche Taste. Kurz vergleichen. Maria. Er hat 55. Nicht schlecht. Kriegt's beim zweiten Mal mal hin. Nichts. Maddock hat 69. Warum soll ich mich damit rumärgern? Er kriegt's tatsächlich nicht auf. Oder ist das jetzt eine besondere Tür? Verdammt! Verdammt! Nicht schlecht! Okay, Barry kriegt sofort hin. Was? Ja. Klasse, Maddock. Vielen Dank. Für nichts. Maria! Das Schöne bei diesen Schlösser-Sets ist auch, dass sie nichts verlieren. Also an Prozenten. Wenn man Schlösser knackt. Also ich glaube auch schlecht. Nicht irgendwie nicht. Ich weiß jetzt nicht warum das Ding von Maddock trotzdem schon ein bisschen an Prozenten verloren hat. Nicht schlecht! Vielleicht sehr gut. War es von Anfang an schon so, jetzt gar nicht drauf geachtet. Nichts. Aber ja, wie gesagt, beim Schlösser öffnen gibt es keine Prozentverluste. Gut. An der Sache an sich, also hervorragend. Wo ich das gerade sehe, ich glaube, ich werde erstmal Barry eine Woche verlängern. Ich unterrichte momentan Zeitzünderkunde. Nein! Fragen Sie mich das nächste Mal bitte früher. Was? Okay, Bunz. Bunz ist eigentlich unwichtig, aber... Du hast Fox in deinem Team. Oh. An Silent interessierst du dich mehr für sexy Püppchen als gestandene Frauen. Ruf mich an, wenn du etwas mehr brauchst als nur ein hübsches Gesicht. Oh, das läuft, das läuft. Ich habe mich sehr verbessert. Denkst du nicht auch, dass eine so patente Frau es verdient, besser bezahlt zu werden? Ja. Das hört sich gut an. Sehr schön. Wunderbar. Blatt hat 62 Tage. Das ist eigentlich noch mehr als ausreichend. Gut, okay. Barry und Bunz verlassen uns also. Ja, okay, Bunz macht individuelle Ausbildung, ist nicht so wild. Bei Barry, bis nach Shizena, ja, das schaffen wir auf jeden Fall noch. Grum werden wir wahrscheinlich nicht mehr mit Barry erleben. Aber wunderbar, kann ich mich gleich nochmal auf die Suche nach neuen Söldnern machen. Ja. So, wo sind wir denn? Ah, ja, ich erinnere mich, hier gibt es Puff. Einen Puff gibt's hier. Ja. Oh, ich mit Dimitri richtig hier. Weil das kann. Kinken? Hier gibt's die Strichmädchen, die Bars, alles, was das Herz begehrt. Es ist fast so etwas wie das Las Vegas von Aroko, nur ist alles im Besitz eines einzigen Mannes. Ja.
Genau, nämlich von Kingpin. Ja. Ach, das ist ein Typ von Kingpin. Ja. Okay, Barry, dann versuchen wir mal hier Sachen aufzumachen. Ah, hier ist die Videothek. Okay. Das was? Ist eine Tattoo-Studio. Ah. Ich hab es. Ein Video, das brauchen wir noch. Nichts. Sonst nichts? Ja, Medipacks gucke ich jetzt nicht nach. Die sind mir eigentlich jetzt relativ Wurst. Gehen wir mal wieder hier hin. Ja. Blood geht mal in die Kneipe. Ja. Ira geht mal in die andere Kneipe. Okay. Ich vergesse. Ich schon wieder vergesse. Ja. Okay. Ja. Dimitri? Warum? So, Tattoo-Studio. Okay. Ja. Müssen wir erst mit ihm reden? Ja. Mal kurz fragen. Ja, wen haben wir denn da? Ja, du bist ja gar nicht schwul. Ich hoffe, du willst keinen Adler auf deine Schulter haben. Jeder möchte einen Adler. Das ist so langweilig, so überhaupt nicht en vogue. In dem Moment, als ich dich sah, wusste ich, dass ein Pfau das Richtige für dich wäre. Ein leuchtend bunter Pfau, der seine Federn über deine Pobacke ausbreitet. Euphorisch tanzend und doch bestimmt in seinem Auftreten. Ja, ganz bestimmt. Es tut auch kein bisschen weh, versprochen. Ja. Ich möchte nicht bis an mein Lebensende Tattoos machen. Nein, mein großer, starker Mann. Kai Lemmens wird eines Tages seine eigene kleine Lederboutique besitzen. Mit scharfen Fummeln des Künstlers Kai Lemmens. Deshalb habe ich auch diesen Laden von Mr. Klaus gemietet. Ich hatte ja ein Auge auf den Bikershop geworfen. Aber leider will dieser süße Angel nicht verkaufen. Aber vielleicht wird sich eines Tages mein Traum erfüllen. Ja, eines Tages. Ich? Ein Söldner? Oh nein, ich bin ein Künstler. Ja, ich hätte dich natürlich auch nicht mitgenommen. Ja, eines Tages, vielleicht sogar schon in ein paar Minuten. Dazu muss ich aber noch so die ein oder andere Kleinigkeit erledigen. Ey, kommst du oft her? Ey, nein. Von den Sachen hier willst du bestimmt nichts haben. Ich habe mir hier echt die Krätze geholt. Ah, verstehe ich. Na, gefallen dir meine Ohrringe? Oh ja. Ich habe 12 Stück davon. Alle im rechten Ohr. 1, 2, 12? Ah, okay. Ja, rekrutieren, ja. Soll das ein Witz sein? Gewehre sind doch nur Phallus-Symbole für euch feige Macho-Schweine. Ja, die passt auf jeden Fall besser zu Buns als Fox. Wen haben wir denn hier? Ich bin Hans. Hans. Wie kann ich dir helfen? Mann, ich sag's dir. Diese Frau ist die Beste. Gott, wie hast du was da, Hans? Deine von Frauen für Frauenabteilung ist so gut wie leer. Seit Jahren hast du nur 3 Filme, alle mit Twin Peaks. Und die ist seit 5 Jahren tot, Hans. Falls du einige von denen, die du geliehen hast, gelegentlich mal zurückbringen würdest, dann würde die Regale nicht ganz so leer aussehen. Wie wär's mal mit was Neuem? Zum Beispiel Titanic oder Frauenpension oder geheime Gelüste schottischer Schafhirtinnen. Mann! Zum 10. Mal. Die liegen alle auf Backorder. Du stehst jetzt hier schon geschlagene 2 Stunden herum und da liegen nur 3 Filme zur Auswahl. Also mach ein bisschen Dampf. Ja, ja, ja. Du hast bloß Glück, dass du hier am Arsch der Welt keine Konkurrenz hast. Ja, wer hat sich nicht morgens überlegt, ach, mal nach San Mona fahren, schön neuen Frauenporno ausleihen. Ja, kannst du uns noch mehr erzählen? Ob Hans Holländer ist? Man weiß es nicht. Wie wär's mit Massageöl? Ich biete meine gesamte exotische Früchteölkollektion zum halben Preis an. Früchteölkollektion? Mann, ich sag's dir. Oh, nicht wieder von vorne. Diese Frau ist die Beste. Okay. Oh, rekrutieren. Ja, komm, Hans. Ich? Muss den Laden hier schmeißen. Okay, aber wir haben eine Video gefunden. Da steht auch nur Video. Geben wir ihm einfach mal. Hier, Hans. Ach, lass stecken. Ich weiß schon kaum, wohin mit dem Kram, den ich hier rumstehen habe. Ach, nee. Ich glaube, wir müssen ihr das Video geben, oder? Den kennst du vielleicht noch nicht. Lack und Leder Loretta 6! Der unbelebte Mann! Boah, den kenne ich noch nicht! Danke!
Jo, gerne. Wird gemacht. Auch schön, dass irgend so ein Wildfremder irgendwelche Frauenpornos in seinem Schrank hatte. So, Hans. Machst du denn jetzt was Besonderes? Endlich. Jeden zweiten Tag muss ich mir ihre Scheiße anhören. Immer dieselbe Leier. Nichts wie Jammern und Klagen. Hätte ich bloß noch meinen Biker laden. Aber der ging pleite, als die Herrin den Spritzhahn abdrehte. Okay, jetzt wo sie weg ist. Ich schätze, du bist nicht hier wegen der Pornofilme. Tony ist hinten. Ich bin sicher, du wirst mit seiner Kollektion zufrieden sein. Tony? Wer ist Tony? Hallo Tony? Da scheint nicht Tony zu sein. Da ist Tony. Ja. Um diese Jahreszeit ist die Auswahl hervorragend. Hervorragend. Zeig mir, woran du Interesse hast. Ja, kann man dich rekrutieren? Das vergiss lieber. Ich bin sehr zufrieden damit, meinen Geschäften nachzugehen. Okay, dann zeig mal her. Zeig mir, woran du Interesse hast. Ja, das sind doch mal Waffen. Ja, was ist das denn? Cold Launcher System. Ach, für diese Granaten. Geil. Okay, blaue Munition. Lilane Munition. Noch nie gesehen. Orange Munition? Nee. Rote Munition. Ja. Was ist das hier? 10 mm. Hier haben wir diese Granaten. 43er Illumination Granate. Ja. So noch ein paar Granaten. Hier haben wir ein kleines Katana. Was ist das hier? Mehrzweckmesser. Okay. Leatherman. Saber. Hier noch verschiedene Aufsätze. Das ist alles für Schrotflinten. Haben wir nicht. Noch zwei Beine. Ja. Vielleicht okay. Nächstes Mal. Also keine verkehrte Nicht Auswahl, gemacht. Wie ich finde. Ja. So, Hans. Quatsch. Kyle, hast du noch was hier drin? Bestimmt auch abgeschlossen. Gut. Ja. Zu Nachtzeiten können wir da gut einbrechen. Da kommen wir auch in die Lager hinten rein. Okay, hier haben wir nochmal einen Wirt. Ich bin Frank. Bei mir gibt's Schnaps. Bist du überschnaps? Ah, verrückter. Verrückter Man Witz. Trifft hier allerhand Leute. Interessante und weniger interessante. Okay. Ausschanklizenz. Lecken. Wer braucht schon sowas? Ja, richtig. Ja, aber klar doch. Ob ich nun von Kugeln oder von Klarem umgeben bin, was soll das schon für einen Unterschied machen, oder? So. Was darf ich dir bringen? Okay, auch der hat nur Schnaps. Wie du? Also, auch keine Besonderheiten. So. Hier hinten ist bestimmt nur Klo. Ja. Hier gibt's dann noch die Box. Ja. Wir gehen erstmal weiter. Okay. Ja. Barry, da kommen wir leider nicht rein. Jawohl. Bis dahin. Maddock, wo war den? Ja. Der steht noch sinnlos am Anfang. Okay. Ja. Und da ist auch nochmal Scheißhaus. Ja. So, mit Blood. Okay, auch keine Besonderheit. Okay. So, ein kleines Lagerhaus. Ja, ich spare mir mal. Okay, komm, kriegen wir noch nicht mal auf, hier alles aufzumachen. Und wir sind gefangen, oder was? Hallo? Hallo? Wieso kommen wir da nicht hin? Ah, der Typ ist im Weg. Okay, ja, das sieht sehr gut aus. Da ist nichts. Ja. Ah, hier mit Gewalt. Oh nein. Gut. Okay, lassen wir mal von einem mit Dietrich aufmachen. Das ist genauso. Ja. Jawohl. Eigentlich. Also wirklich Sachen werden wir hier eh nicht finden. Ich will eigentlich nur gucken, ob hier noch irgendwelche Charaktere, so wie Brenda hier zum Beispiel rumstehen. Woher kennen wir Brenda? Ach, das ist sie aus dem Pornoladen. Ja. Ja. So, kurz zumindest alles aufdecken. Ja. Mal kurz rein. Schlabinern. Auch nichts. Hier, komm mal rein. Ah,
aber hier ist keiner. Auch hinter dem Tresen arbeitet keiner. Das nenne ich Arbeitsmoral. Ja. Okay. Ja. Da sind wir durch, da sind wir durch, da kommen wir nicht hin, da kommen wir nicht hin. Upsala. Abgeschlossen. Verdammt. Das ist auf jeden Fall der technisch begabteste, den ich mir geholt habe. Ja, gut gemacht. Okay. Oh, auch abgeschlossen. Verdammt. Na komm schon, Maddox. Warum soll ich mich damit rumärgern? Ja, weil ich eigentlich gehofft hatte, dass du gut gemacht. Ein bisschen mehr Technik hast. Aber für den Arsch. Schöne Fehlinvestition. Nachladen. Nicht schlecht! Oh, Barry kriegt es gleich beim ersten Mal auf. Nicht schlecht! Okay, Beretta, MP5. Und noch Munition. Oh, ist okay, aber brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Die Waffen sowieso nicht. Also mit der Auswahl, die ich jetzt hier zusammen habe, bin ich echt zufrieden. Nicht schlecht! Allerdings haben wir auch, jetzt muss ich nochmal die Tür aufmachen, haben wir fast nur Waffen für den Fernkampf. Oh, cool gestaltet hier sowas. So, wenn Gegner genau vor uns auftauchen. Maria! So, leider nur mit Feuerstößen arbeiten. Nicht schlecht! So Schrotflinten, sowas haben wir alles nicht. Jawohl! Oder irgendwelche Handfeuerwaffen, so eine Desert Eagle, die aus 2 Metern wahrscheinlich gleich 2 Köpfe hintereinander wegknallt. Leider alles nicht vorhanden. Naja, okay. Wir beschränken uns sowieso nur auf den Fernkampf. Nicht schlecht! Mann, ey, der Barry kriegt alles sofort auf. Was? Plastiksprengstoff. Da ist nix. Was? Eine Nebelgranate. Was? Und eine Minigranate. Ja. So. Eine Sache bleibt noch. Und zwar das Freudenhaus. Aber im Freudenhaus sind wir erst in der nächsten Folge. Jetzt werde ich hier einen Cut machen. Und dann zum zweiten Teil San Mona euch zurück begrüßen dürfen. Denn wir haben ja noch 2 Sektoren vor uns, die wir noch nicht gesehen haben. Da ist nicht ganz so viel los. Hier ist eigentlich so der Hauptteil von San Mona. Aber, wie gesagt, alles erst in der nächsten Folge. Bis dann sage ich ciao, tschüss und gehabt euch wohl.